7.30 Uhr in Hasloch. Das Großdorf, das durch die Marktforschung bekannt ist, geht auch in Sachen Schulmodelle neue Wege. Am Hanna-Arendt-Gymnasium läuft seit 2009 ein Pilotprojekt mit dem Titel G8. Die 12-jährige Luca besucht dort die 6D, eine der G8-Klassen. Auch Dominik besucht die Ganztagsklasse am Hanna-Arendt-Gymnasium. Es gibt klare Spielregeln in der Ganztagsschule. Da die Kinder die meiste Zeit des Tages hier verbringen, hat die Schule einen stärkeren pädagogischen Auftrag. Guten Morgen. In der Orientierungsstufe, also Jahrgang 5 und 6, werden die Fächer Physik, Chemie und Biologie im Unterrichtsfach Naturwissenschaften zusammengefasst. Zu benennen, was du weißt. Die zwei, das sind die Lungenflügel. Das ist das Herz. Speiseröhre. Denkst du, wir schreiben in Englisch Lego? Ja, ich denke schon. Aber ich habe ja in der Lernzeit gelernt. Auch in der Ganztagsschule werden regelmäßig Lernkontrollen durchgeführt. Also unsere Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse bekommen im G8 keine Hausaufgaben. Die Kinder haben sogenannte Lernzeiten, in denen sie üben und vertiefen und auch sich für Klassenarbeiten und andere Leistungsüberprüfungen vorbereiten. Diese Lernzeiten sind über den Tag verteilt und an die einzelnen Fächer angekoppelt. Also es gibt zum Beispiel Lernzeiten für Deutsch, es gibt Lernzeiten für Mathematik, es gibt Lernzeiten für Englisch. Und es gibt Lernzeiten für die Nebenfächer. Ich hatte eigentlich zum Mittagessen Milchreis oder Spaghetti und Milch. Und das ist nicht auf der Homepage gewesen. Oh, das habe ich total vergessen. Neben zwei täglich wechselnden Gerichten, aus denen die Schüler auswählen können, gibt es immer ein Salatbuffet sowie ein Dessert. Das Essen wird stets frisch zubereitet, sodass eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung sichergestellt ist. Nach dem Essen haben die Kinder noch ausreichend Zeit, sich auszutoben oder die Zeit nach Lust und Laune zu verbringen. Auch für die Verpflegung am Nachmittag ist bestens gesorgt. Das Hanna-Arendt-Gymnasium hat eine sehr gute technische Ausstattung, die die Interaktivität der Schülerinnen und Schüler fordert. So stark fordert, dass man in informationstechnischer Grundbildung, das ist das Fach, was wir in 5 und 6 anbieten, Möglichkeiten haben, dieses interaktive Whiteboard, was Sie hinter mir sehen, einzusetzen, genauso wie die Notebookwagen. Das gilt aber nicht nur für Informatik, sondern für die vielen anderen Fächer, in denen die Ausstattung sehr gut ist. Das G8-Konzept ist neben der naturwissenschaftlichen Prägung sehr medienpädagogisch orientiert. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen vielfältigen Einblick in moderne Medien und erlangen so schon frühzeitig entsprechende Medienkompetenz. Ein Fünftel erweitern mit 3, geht dann hier zum PC und schreibt das richtige Ergebnis hin. Tim fängt an und in den Nenner, zack. Heute der Nachbar steigt auf und nimmt die nächste Aufgabe. Was sind die gleichen Faktoren? Die 3. Und noch eine 3. Und die zweite 3 auch, ne? Okay, danke. Bevor ich den Applaus dann gebe hier, den da, möchte ich, dass einer von euch mir nochmal sagt, was hier an der Tafel passiert ist, dass wir auf 495 kamen. Endlich Sport nach diesen schweren Matheaufgaben. Ja, finde ich auch. Was ist jetzt eigentlich mit dem Olympia? Das ist ja schon angemeldet. Ja, nächste Woche fahren wir nach Kaiserslautern und wenn wir es packen, dann sind wir in der nächsten Runde. Wir nehmen an mehreren oder unterschiedlichen Wettbewerben teil, wie zum Beispiel Jugendturnier für Olympia. Wir waren da auch in letzter Zeit ziemlich erfolgreich. In den Neigungsgruppen bieten wir unterschiedliche Themen an, wie zum Beispiel Fußball, Handball, kleine Spiele und so weiter. Und da versuchen wir dann Teamgeist und auch methodische oder Sozialkompetenz den Kindern beizubringen. Am Nachmittag finden Neigungsgruppen statt,
die die Kinder nach ihren persönlichen Interessen belegen. Dort werden individuelle Fähigkeiten gefördert und zusätzliche Inhalte vermittelt. Ich habe es gewählt, weil es oft sehr spannend ist und wir auch immer so interessante Themen machen. Und wir dürfen halt auch viel selbstständig machen. Ich bin im Modellbau, weil ich gern was mit Holz baue oder mit Metall. Und da muss man halt ja zusammenschrauben oder kleben und das macht mir halt Spaß. Wir sind in der Streicherklasse, weil wir gerne Musik machen und weil wir da üben können, dass wir daheim nicht mehr üben müssen. Ein großer Vorteil der G8-Ganztagskonzeption besteht darin, dass wir für unsere Schüler sehr viel Zeit gewinnen. In G8 verknüpfen wir den bekannten, man könnte fast sagen traditionellen Unterricht mit neuen Formen des Lernens. Daneben ist uns wichtig, dass die Persönlichkeit des Schülers sich im Laufe der Zeit entwickelt. Die Schüler sollen Selbstverantwortlichkeit lernen, sie sollen Verantwortung für ihre Mitschüler übernehmen, sie sollen Mitschüler unterstützen und auch erfahren, wie es ist, von anderen Schülern unterstützt zu werden. Sie sollen wissen, was zu tun ist, sie sollen ja ihr Lernjournal konsequent führen, sie sollen sich an diesem Lernjournal orientieren, Aufgaben notieren, diese Aufgaben erledigen, sodass sie eigentlich um 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr, ohne weitere schulische Aufträge nach Hause gehen, sodass also um 16 Uhr die Freizeit beginnt.